Liebe Videofreunde, bevor ich mit meinem heutigen Review starte, möchte ich darauf hinweisen, dass ich kein Experte in griechischer Mythologie bin. Also liebe Lateinstreber, aufgepasst, das könnte für euch ziemlich interessant werden und sollte ich irgendwie falsch liegen, dann bitte, bitte korrigiert mich. Denn ich stelle eine gewagte These auf, das, was der Titel verspricht, ist so in der griechischen Mythologie nicht passiert. Hier ist Vampire gegen Herakles. Ich hab's gesagt, ich kenne mich nicht damit aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Herkules niemals gegen Graf Dracula gekämpft hat. Aber fangen wir am Anfang an, der Film geht nämlich ganz entspannt los. Herkules hängt mit seinem Homie Theseus ab, der gerade heftig am Baggern ist. Hörst du nicht, Herkules ruft dich? Lass ihn rufen. Der alte Player sollte aber lieber vorsichtig sein, denn tatsächlich gibt es da eine Gruppe von Typen, die ihren Kopf wollen. Hör zu, wir greifen sie einzeln an. Dann wird es leichter sein, sie zu erledigen. Wollen wir nicht vorher feststellen, wer sie sind? Wir werden für ihren Tod vom Königreich belohnt. Was gehen uns ihre Namen an? Los, kommt! 1A-Strategie, guter Plan. Wie wir den lustigen Halbgott kennen, hätten sich die Herrschaften lieber vorher schlau machen sollen, denn Herkules und die Waffe seiner Wahl, in diesem Fall ein Wagen, sind bereit. Spring, Theseus! Und dadurch erfährt das Killerkommando überhaupt erst, dass es sich bei dem Muskelprotz um Herkules handelt. Es ist Herkules! Herkules? Ja, es ist wirklich Herkules! Flieht, es ist Herkules! Los, schnell weg hier! Er bringt uns alle um! Oh mein Gott, es ist Herkules! Herkules, Herkules, Herkules! Oh mein Gott, Herkules, 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 Herkules! Der Mann, dessen Namen ihr jetzt ca. 200 Mal gehört habt, macht sich auf den Weg in die Heimat, um seine geliebte Deianira zu ehelichen. Das allerdings ist problematisch, da sie an irgendeiner Art Krankheit leidet, wodurch sie sich anhört wie aus einem zweiklassigen Theaterstück. Ich habe das Lachen verlernt, die Freude hat mich verlassen. Mein Geliebter liegt tot auf dem Grund des Meeres. Aber Gott sei Dank gibt es Keros, der Herkules einige homoerotische Hinweise geben kann. Heute Nacht bei mir. Dort sind die Mauern sicher und die Türen fest. Niemand hat die Möglichkeit, uns zu belauschen. Es stellt sich heraus, dass Herkules einen magischen Stein finden muss, der seine Geliebte heilen kann. Dazu muss er sich auf die Suche nach Styx machen. Natürlich nicht dieses Styx, sondern der Totenfluss der Unterwelt. Herkules steht also ein Abenteuer bevor, voller Gefahren, Widersacher, Stürme, lustiger Steinmonster und diesen Typen. Stehen bleiben! Hier darf niemand durch! Wirklich nicht? Und wer will mir das verbieten? Ich! Auf das Abenteuer nimmt er natürlich seinen alten Kumpel Theseus mit und der lässt sich auch nicht lange bitten. Hol deine Waffen, wir müssen fort. Endlich, allmählich wurde mir das Nichtstun schon langweilig. Ich hatte schon Angst, ich müsste hier einrosten. Ich komme mit, wenn ihr einen tüchtigen Mann gebrauchen könnt. Wohin geht es diesmal? In den Hades. Wunderbar. Hast du gesagt, in den Hades? In die Unterwelt? Sie begeben sich ins Reich der Hesperiden und Herkules muss einen magischen Apfel pflücken, um die Reise fortzusetzen. Das geht auch ganz einfach. Wirklich interessant ist hier das lustige Steinmonster, das ihr eben schon gesehen habt. Bist du aus Stein? Nope, Pappmaché. Aber durch seine göttlichen Pappmaché-vernichtenden Kräfte kann Herkules auch diesen Gegner bezwingen. Wenn du aus Stein bist, dann mögen die Steine dich auch vernichten. Der Weg zum Styx ist nun frei und Herkules kann den Stein an sich nehmen, um seine Geliebte zu heilen. Jedoch als sie nach Hause zurückkehren, hat sich einiges verändert. Um genau zu sein, ist alles im Arsch. Was ist geschehen? Irgendjemand hat die Götter beleidigt und sie haben uns verlassen. Das Feuer des Himmels ist über uns gekommen, hat die Flüsse ausgetrocknet und unser Land verbrannt. Meine Tochter ist tot. Unsere Äcker sind vernichtet. Und warum? Theseus, der hormongesteuerte Playboy der Antike, hat eine Frau gekidnappt. Aber nicht irgendeine Frau, sondern ausgerechnet die Lieblingstochter des Gottes der Unterwelt. Zum Schluss kommt heraus, dass Lykos, der Onkel von Deianira, gespielt von Christopher Lee, die ganze Zeit die Macht an sich reißen wollte und deswegen den Mordanschlag an Herkules angeordnet und Deianira verzaubert hat. Aber auch er wird von Herkules zerschmettert. Ende gut, alles gut, oder? Fast. Haben wir da nicht eine Kleinigkeit vergessen? Genau, die Vampire! Die tauchen in dem Scheißfilm nämlich überhaupt nicht auf! Gut, zum Schluss verbrennt Lykos so, als das Mondlicht auf ihn fällt, aber das wäre dann ein Vampir und nicht Vampire. An einer anderen Stelle kommen dann noch so Viecher aus ihren Gräbern, die sehen aber auch nicht aus wie Vampire, sondern eher wie Zombies. Obwohl, wie er die platt macht, sieht schon irgendwie geil aus. Aber das wäre doch ein cooler Titel gewesen. Zombies gegen Herakles. Und Herakles, genauso bescheuert, er wird den ganzen Film nicht ein einziges Mal so genannt. Alle nennen ihn Herkules. Warum in aller Welt heißt der Film dann Vampire gegen Herakles? Okay.
Bis auf diesen Schmarrn kann ich dem Film aber echt was abgewinnen. Er ist trashig, idiotisch und witzig, auch wenn die Handlung nicht anders ist als bei den meisten Sandalenfilmen. Was aber wirklich heraussticht, ist die optische Inszenierung. Mario Bava hat hier erstmals sein expressionistisches Farbkonzept angewendet, das später sein Markenzeichen werden sollte. Ich mein's ernst, der Film ist so quietschig bunt, dass es schon fast aussieht wie Batman und Robin in der Antike. Was meiner Meinung nach auch ein ziemlich cooler Film wäre. Und das Beste, ihr braucht nicht mal einen Videorekorder. Den Film könnt ihr wunderbar auf DVD gucken. Vielen Dank fürs Reinklicken. Links zu meinen sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram wie immer in der Beschreibung. Hier könnt ihr meine letzten Videos sehen. Lasst auch einen Kommentar oder ein Abo da. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Wenn die Götter uns wohlgesonnen sind, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, au!